Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012 und zwar zum Rennen von Belgien. Eins der Saison-Highlights immerhin der Formel 1. Nachdem ich dort die Pole Position meines Erachtens noch überraschend geholt habe, widmen wir uns jetzt dem Rennen. Wobei ich erstmal nicht hoffe, dass das jetzt abkackt hier am Ende des Rennens. So wie bei Ungarn. Und zwar, dass wir das volle Programm bis zum bitteren Ende sehen. Ich hoffe es einfach. So, mein Ziel ist natürlich dadurch, durch die Pole Position, wer der Erste. Ja. Sollte machbar sein, meiner Meinung nach. Setup ist drin. Unser Endscript. Verdammte Axt. Ja, ich habe was vergessen umzustellen. Das macht ja nichts. Dafür gehen wir nochmal ganz kurz ins Hauptmenü. Da war was. Da war was. Erfüllte Titel 99. Interessant. Da war was. Da ich ja das Rennen neu fahren musste, habe ich das ja runtergeschraubt. Weil ich fahre nicht zweimal wirklich 100%. Vergesst es. Das mache ich einfach nicht. Das ist nicht meine Art. Ja, vor allem 70 Runden um auf Ungarn. Sorry, ja. Da kommt eh das gleiche Ergebnis eh nicht raus, ne? Man kann nicht noch fünfmal neu fahren, da kommt immer noch nicht das gleiche Ergebnis raus. Das ist halt das Problem. Wenn das Spiel mal abkackt. So, jetzt aha, zum Rennen. Soll leicht regnen, war da die Anzeige. Ich habe die Erinnerung, dass es stark bewölkt ist. So, ja, schauen wir nochmal, wie wir in das Auto einsteigen. Ja, woran habe ich das jetzt wohl erkannt? Dass wir nur einen Boxenstopp machen musste. Okay, mit der Strategie bin ich nicht einverstanden. Ja, machen wir 12 und 26 und dann fahren wir das Ding zu Ende hier getrost. Regenwahrscheinlichkeit 51%. Hä? Fuck off, ey. Wo kommen die 51% auf einmal her? War im Training nicht noch, oder im Qualifying nicht noch 0%? Ach, leck mich doch am Arsch, ey, Codemasters, ey, ihr könnt mich mal, ey. Oh, Mann, ey. Alles bereit. Ja, toll. Ich dachte 0% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, ja, von wegen, in Spaß wird's nicht regnen. Vergesst die Aussage ganz, ganz dringend, ganz, ganz schnell. Aber ich meine gerade von der Pole Position vor Sebastian Vettel glaub. Das ist Kimi Räikkönen. Der ist mein erster Verfolger immer noch in der WM. Ob er wirklich Chancen hat, er natürlich nicht mehr. 44 Runden fahren wir hier nur. Okay, was heißt hier nur? Und der große Preis von Belgien beginnt jetzt. Alter, wer fährt mir denn da schon hinten direkt rein? Es müsste Vettel schon gewesen sein. Wer war auf der 2, Vettel auf der 3? Naja, wer ist jetzt der erste Verfolger? Oh, 100 war schon zu spät. Alter, wie schwer ist denn das Auto, ey? Kein Grip, kein Grip. Neu nochmal, kein Grip. Und Weber küsst gleich mein Getriebe hinten. Alter Schwede, Weber macht Druck von hinten. Vettel auf der 3. Da muss ich noch vom Gas gehen, ey, in der Kurve. Boah. Für 5 Runden mehr Sprit an Bord. Okay, das wird ein schweres Rennen. Qualifying sah das noch so einfach aus. Jetzt versteht ihr, warum ich den siebten Gang nicht länger gemacht habe.
Das war die erste Runde von 44. Ich weiß nicht, wo unser Hamilton momentan rumguckt. Ah, wie viel schaffen wir? 320? Ja, das Auto wiegt schwer, aber ich habe jetzt so langsam meinen Rhythmus gefunden. Aber wäre das voller rechte Radstrecke nicht gut. Also ich kann ja ganz spät erst aufs Gas steigen, wirklich voll. Dann müssen wir sogar runter bis in den vierten Gang. Sonst kriege ich die Kurve gar nicht. Wer macht, glaube ich, einen auf Mager schon. Zwei Sekunden habe ich jetzt Vorsprung. Bin also aus dem DS-Fenster raus. Oder wer was aus dem DS-Fenster raus? Oh ja, neue schnellste Rennrunde. 1:55.932. Mal gucken, ob Fett jetzt gleich angreift und dann die Verfolgung aufnimmt auf mich. Vettel vorbei jetzt, ja. Wäre aber also ein bisschen die Blockade für mich gewesen. Oder besser gesagt, für Vettel die Blockade für mich, das Ruhekissen. Kommt der Regen wieder in Runde 26, 27. Wie in den anderen Saisons auch. Mal schauen, ob Vettel mir jetzt folgen kann oder auffolgen kann. ...4,9, also ich bin auf jeden Fall... Ja. 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Auf jeden Fall, Vettel kann mir so ein bisschen folgen. Weber, der lässt Wetter abreißen. Etwas zu spät gebremst. Aber nochmal eine neue schnellste Rennrunde. Wieder bleibt das vordere rechte Rad stehen. Das ist 55,1, also die Quali-Zeiten waren bei 1,47 hoch. Komm, schalt runter. Angefahren mit plus 5 Runden, ist immer bei plus 4 Runden. Und ich fahre schon knapp, bin schon 3 Runden gefahren, also es kommt auch nicht so ganz. Mal wieder, ja nicht in jedem Rennen. Zwischen dir und deinem Verfolger liegen 6 Sekunden. Du musst weiter pushen. Ich push die ganze Zeit schon. Etwas zu weit rausgekommen.
Oh ja, Weber reißt richtig ab. Auch schon auf Sebastian. Und dahinter ist dann immer noch so eine Kampfgruppe. Ich fahre komplett mein eigenes Tempo hier vorne gerade. Wieder zu spät gebremst. Aber trotzdem ist die Runde gut gewesen. Sieben Sekunden mittlerweile. Muss ich gerade zweimal selber runterschalten. Wieder etwas zu spät gebremst. Dafür muss ich den ungeliebten Körper dadurch mitnehmen. Ja. Prozent heißt ungefähr Rennhälfte. Zu weit rausgekommen. Gar nicht gut. Hat mich mal 18. gekostet. Aber 7,4 und Grosjean vorbei an Weber mit 5 Sekunden dahinter. Nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe. Raikön auch vorbei an Weber. Also Weber, der hatte mal irgendwie die Strategie komplett verhauen hier. Vettel und ich haben schon einen richtig großen Vorsprung. Raikön, ich weiß gar nicht, von welcher Position Raikön ausgestattet ist. Ich habe die Skatoff-Stellung vergessen. Irgendwas habe ich vergessen zu erwähnen, die Skatoff-Stellung. Von 6 ist er gestartet, ich erinnere mich noch dran. Den ganzen Dusel da wegen der Engestanz habe ich komplett die Skatoff-Stellung vergessen zu erwähnen. Das passiert mir auch mal. Im Dusel alles vergessen. Du vergrößerst die Lücke zu Vettel. Er verliert eine Sekunde pro Runde. Schön. Klare Abkürzung. Noch plus zwei Runden.
Anfang ist es plus 5 Runden Sprit, jetzt bin ich schon bei Runde 7. Hab immer noch Spritreserve, also. Da kann er dann auch was nicht stimmen mit der Anzeige. Fünf Runden sollen diese Reifen noch halten. Fahren wir auf Standard weiter. Ah, die Vorderräder bauen hier mehr ab. Liegt wahrscheinlich am Mitteteil. In den nächsten 5 Runden an die Box. Naja, 5 Runden sind hier viel, ne? Nur mal so zur Info. Also die Hälfte ist 22. Ich fahre hier mit Heckflügel 1. Mit Frontflügel 9, das habe ich noch gesehen. Im Setup. Hätte auch unterscheiden können in den vierten Gang. Danach kommt Italien, Monza, ja, die schnellste Strecke. Da fällt ja schon 10 Sekunden Rückstand. Ich baue meinen Vorsprung sogar noch aus. Na, unter 1,56 sind gute Zeiten auf Standard. Hat jetzt etwas abreißen lassen. Du musst nicht mehr ganz so hart pushen. Nein, nur nicht. Ich bin ein Rennfahrer, da pusht man 44 Runden hier. Da ist so ein kleines bisschen Berg- und Talfahrt. Hier oben ist man auf dem Berg, jetzt fährt man gleich runter in den Tal. Fehlt nur noch ein Fluss hier. Wo man so ein Stück noch am Fluss lang fährt, das wäre dann das i-Tüpfelchen. Ja, Mitte-Sektor passt immer noch gut. Ja, 13 habe ich jetzt nur gewonnen insgesamt.
gut, aber bleiben wir die Vorderräder komplett stehen. Da müssen wir hier nochmal komplett hin. 18. hat mir das gekostet. Und wieder das vordere rechte Rad. Das wird ja komplett entlastet. Und damit habe ich die 10 Sekunden jetzt eingebüßt. Auch dem lieben Freund, den Sepp. Vorsprung auf deinen Hintermann. Jetzt muss ich schon langsam mit dem Wagen kämpfen. In Hockenheim war es jetzt nicht ganz so schwer. Aber hier ist es schwer, auf Reifenschutz umzustellen. Hier war ja letztes Mal in Red Bull, glaube ich, der Timo Glock-Unfall mit mir. Im starken Regen. Zu dem müssten wir auch bald wieder kommen. Diesmal etwas viel früher gebremst. Knapp 1,56. Du nimmst Vettel in jeder Runde ein paar Meter ab. Ein paar Meter? Wow! Bloß nicht zu viel! Hat er aber recht, sind wir jetzt nur noch ein paar Meter. Zwei Runden noch. Die Hinterreifen sind gar nicht das Problem, die Vorderräder sind jetzt das Problem. Und das macht das so ekelig zu fahren, weil ich Untersteuern hasse. Ich habe lieber etwas übersteuerndes Auto. Vor allem für die Kurve hier ist das bitter, ey. Oder jetzt auch für die nächste hier unter das Steuern zu haben. Ich komme halt ganz spät auf den Gas. Und nur beides kostet Zeit, sowohl untersteuern als auch übersteuern. Aber es gibt Fahrer, die kommen mit dem Untersteuern das Auto besser klar und manche, die kommen mit dem Übersteuern das Auto besser klar. Ich komme mit dem Übersteuern das Auto besser klar. Hier gibt es viele Mutkurven für die Fahrer. Boxenstopp, diese Runde. Ja. Und der Albersatz hat im Qualifying ja schon 3 Runden drauf. Deswegen ist er jetzt schon halb kaputt. Ich glaube, man benutzt Kers, um da wieder mit Schwung mitzunehmen auf die Gerade. Auf jeden Fall weiß ich, dass man da oben auch nochmal Kers benutzt. Hier ist es jetzt sehr, sehr eng ranfahren.
Noch keine Durchsage hier mit Regen. Ist auch nicht gut. Das Crisis Boxen Stop. Die vor mir fährt nicht rein. Aber ich fahre rein. Zögert es auch nicht um eine Runde hinaus. Wir machen jetzt den Stop und Bastard. Fette vorbei. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Michael, die Game muss mich auch durchlassen. Okay. Du fährst jetzt die weicheren Reifen. Noch ein Stop. Ein geplanter noch. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Können wir das mal rankommen? Er hat angefahren. Ich habe neue, nur meine sind noch nicht ganz auf Temperatur. Wie man es unschwer erkennen kann. Ja, dann kommt sowas dabei raus. Beim Auto vor dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Sieht aber nicht dramatisch aus. Ich bin jetzt nicht an der Box gefahren. Ja. Red Bull schickt Vettel mit weicheren Reifen auf die Strecke. Vettel auf weichen Reifen. Beim Wagen hinter dir hat man sich wohl für einen kürzeren Stint entschieden. Er ist auf den weicheren Reifen unterwegs. So, machst du jetzt Räikkönen oder wen? Bei Vettel hast du mir schon gesagt. Grosjean ist jetzt Zweiter, weil der wird nicht in der Box gewesen sein. Teamkollege Hamilton auch in der Box. Kam also alle eine Runde später. Du hast 12 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 12 Sekunden. Okay, der Vordermann bekommt jetzt blaue Flaggen. Das hätte man besser lösen können. War dumm gefahren. Was macht der Toro Rosso eigentlich da? Erst macht er richtig gut Platz und dann kommt er immer mehr wieder entgegen. Ah, Boxengasse, okay. Okay, 1,55,6, das geht schneller. Mit neuen Reifen.
Rest sollte zumindest schneller gehen. 16 Sekunden habe ich jetzt auf Vettel und mal wieder ein bisschen ins Gras gefahren. Ja, bis zur nächsten Kurve wieder sauber. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen anfangen. Knappen 7 Runden. Runde 23. Runde 26 ist mein Stopp, also passt das. Das heißt, wir können Sprit rausknallen. So, da haben wir meinen langsamen Wagen jetzt überholt. Jetzt können wir mal ein bisschen wieder die eigentliche Speed des Autos fahren. Und zwar die Performance, die der Wagen jetzt 2012 oder nicht 2013 hat. Das ist ja unterirdisch. Mit der Raikön kommt wohl Fette wieder näher. Also wirklich knapp bei Halbzeit, soll es regnen. Da ist die Frage, wie stark. Aber vorher ich noch mal ein paar schnellste Rennrunden raus. Nimmt es die Reifen ein bisschen härter in Anspruch, aber wenn ich den Renningenieur richtig verstanden habe, habe ich ein bisschen Puffer. Weil die Reifen eh neu sind, habe ich eh ein bisschen Puffer. Zwar nicht viel, aber ich habe ein bisschen. Ich hoffe, dass die Reifen also einfach jetzt mitmachen. Deswegen fahren wir jetzt mal 1:53.364. Sekunden, jetzt brauche ich aber meinen Vorsprung aus hier. Da fahre ich immer ein bisschen zu weit raus. Thank you.
Okay, die Runde wird nicht schneller. Man verbraucht im Regen weniger Sprit. Das hat man in Malaysia erfahren. Wo sie sich alle verpokert haben mit dem Sprit. Oder viele sich verpokert haben. Weil sie dachten, es... Zum Auto hinter dir beträgt 25 Sekunden. Weil sie dachten, es würde länger regnen. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 10 Minuten voraus. Ja. Reifen auf gutem Schuss. Fast 27 Sekunden. Die Rundenzeiten sind deutlich schlechter als deine. Du baust deinen Vorsprung um etwa 3 Sekunden pro Runde aus. Jeden Millimeter der Rennstrecke ausnutzen. Dein Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. Wo bist du aber großzügig, da 1,9 Sekunden drauf zu rechnen? Oh, da war der Hinterreifen. Der hinten rechts müsste das gewesen sein. Leicht im Kies. Was heißt denn leicht im Kies? Er war im Kies, sagen wir es mal so. Neue schnellste Rennrunde. 1:53,1. Ich bin so verdrückt jetzt gerade mit Kers und runterschalten. Nicht ganz den Kurvenschalter getroffen. Besser gesagt den Kurvenwinkel. Kurvenschalter schon, nur den Kurvenwinkel hat überhaupt nicht gestimmt. Sprintmenge sieht gut aus. Wir werden sie aber im Auge behalten. Mach das. Der Spritverbrauch ist hier nicht hoch. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. Okay. In 5 Minuten soll es regnen. Du gewinnst mehrere Sekunden pro Runde. Und wieder zu weit raus.
Und da darf man auch nicht rausfahren, sonst wird es auch sehr, sehr kritisch. Dortmund aus dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 5 Minuten leicht zu regnen anfangen. Ja, Dortmund hat ja gestern das Rückspiel gewonnen. Mal gucken, ob Bayern heute das auch das Rückspiel gewinnt. Und dann in der Champions League ein deutsches Finale. Das wär's fantastisch. Chancen dafür stehen gut. So, wen habe ich jetzt davon überrunden? So, jetzt gehen wir mal. Jetzt habe ich mal kurz einen Überblick mal über Fußball gelabert, was ich eigentlich sonst nie mache. Aber das muss man mal erwähnt haben. Oder werden vielleicht mal ein bisschen langsam hier. Sven ein Problem hätte. Ja, hat er auch, oder? Rosberg jetzt auf der 4. Sehr schön. Die Abstimmung ist immer noch für Ferrari. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die 5. Saison lasse ich per Community-Abstimmung entscheiden. Weil ich gehe davon aus, dass ich die Konstrukteurswertung auch gewinne. Man gibt ja diese massigartenweise dann Angebote. Vorderer linke Reifen hier, der baut am meisten ab. Woran das wohl liegen mag. Ja, viele Rechtskurven hier auch wieder so eine langgezogene. Wie gesagt, die Vorderräder zu entlasten ist 10-mal schwerer als die Hinterräder. Das war letztes Jahr die fette Überholstelle. Ja. Sekunden. Oh, echt verbremst, oder? Ja, geht noch. So, gleich ist Halbzeit vorbei. Ich glaube, du bist bei der vorderen linke Ratsch gehen, warum auch immer. Immer noch kein Regen in Sicht, also so langsam können sie anfangen. Und die Reifen halten auf jeden Fall noch 3 Runden, wenn nicht sogar 4. Und da kommen wir dann auch wirklich so langsam dann an die Grenze.
fängt an leicht zu regnen. Es fängt an zu regnen. Wo? Das interessiert keinen gerade. Die Nachricht da unten, ja, eben wieder verbunden. Das ist es ja. Das ist Steam. So, Pick. Machst du Platz? Was nervt trotzdem die Nachricht da unten? Das haben sie bei Urgent und bei SimCity besser hinbekommen. Da kommt das in so eine Ecke, wo ich es gar nicht richtig mitbekomme. Aber hier klatsch auf den Helm des Fahrers. Da, wo es mich eigentlich am meisten stört. Warum geht die Frames da jetzt so in den Keller? Ja. Kommt Ray Kühnen in drei Runden an die Box. Ray Kühnen in drei Runden an die Box. Immer noch kein Regen in Sicht hier. Konzentrationsfehler. Ich kann jetzt gleich Fraps nochmal komplett neu. Das ist ja ätzend, ey. Keine Verbesserung. Immer im Rennen. Fängt es irgendwann an zu laggen. Ja, dann kommt genau sowas bei raus. Ah, hier regnet es jetzt leicht.
fängt an zu regnen. Im Moment nieselt es nur, aber wenn es schlimmer wird, müssen wir auf Intermediates oder Regenreifen wechseln. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Ja, ja, passt schon. Das nervt, das Rumgelecke, das nervt gerade nur noch. Nur, es ist kein Prozess am Laufen, das ist so ätzend. Du näherst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Vor allem jetzt hier den Punkt ausfindig zu machen, wo man reinkommen muss, ist halt saumäßig schwer. Durch das Gelege hier. Vergiss nicht, an die Box zu kommen. Intermediate beim nächsten Stop. Intermediate. So, wir ziehen jetzt Amigas auf hier. 14 Frames, ey. Los, los jetzt! Kennen wir das nicht irgendwo Runde 27? Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Du hast jetzt einen neuen Satz Intermediate. Du musst nur noch einmal zum Stop kommen. Okay, DRS ist jetzt wegen der Regenreifen deaktiviert. Okay, Regenreifen beim nächsten Stop. Jetzt muss ich hier mit Erfahrung fahren. Weil es jetzt wieder mal so leckt. Lewis ist an der Box. Die Box ist damit für dich blockiert. Regenreifen beim nächsten Stop. Ja, bitte. So, Lewis ist schon lange draußen.
Los! Und du beruhigst dich jetzt mal hier langsam, ey. Das kann's ja irgendwo nicht sein, ey. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Der Computer meldet eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Sieht aus, als würde sich das Wetter in den nächsten Minuten verschlechtern. Ja, ich bin ja schon auf Regenreif. Und? Was willst du mir dabei sagen? Keine Beeinträchtigung mehr in Sektor 2. Du kannst wieder voll fahren. Boah! Vor dir fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. Wir werden mehr Frames, viel wohler. Unfall in Sektor 3. Gelbe Flaggen und Überholverbot in Sektor 3. Die Unfallstelle in Sektor 3 ist wieder geräumt. Rennbedingungen in Sektor 3. Da lang aber Trümmerteile. Ich wäre schon mit 18 Frames zufrieden, aber nicht mit 15. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Ist aber nicht gerade leicht jetzt zu fahren, ich muss mich echt drauf konzentrieren. Fahren wir nicht hinten drauf. Ich sag nicht, ich fahr nochmal alle in der Boxengasse, ey. Wenn's bei euch so leckenhaft rüberkommt, so muss ich fahren. Das ist grauenhaft. Und dann noch bei dem Wetter. Und dann auch schnell, ja? Oder krieg ich zu viel.
Kann aber auch auf der Festplatte liegen, aber das glaube ich eher nicht. So, wir sind in Runde 30, noch 15 lange Runden. Ich werde das jetzt einfach versuchen, nur noch zu verwalten. So, das Ganze hinter Lewis zu verwalten. Ja, ich habe 1 Minute 20 Vorsprung. Wollte ich jetzt eigentlich auch kein Risiko mehr eingehen. Aber immer kam es jetzt in dem Rennen hier Regen. Das Auto wird natürlich auch von Runde zu Runde leichter. So, in Runde 35 nochmal rein. Wollen wir mal schauen. Gut, bei Regen merkt man den Schmutz nicht so wirklich an den Reifen, aber man sieht ihn auch nicht. Das waren wirklich 2 Minuten für eine Runde hier. Ein bisschen mehr als 10 Runden noch. Ich kann den Vorsprung auf oder den
Frisch kann ich auf Hamilton ab so beibehalten. Ich laufe nicht auf, ich komme nicht näher, perfekt. Der Regen wird wohl in etwa 15 Nein. Minuten etwas nachlassen. Nein! Das sind 7 Runden. Runde 40 also. Das heißt, jetzt ist noch die Frage, machen wir da nochmal einen Stop? Das hatte ich auch schon so oft hier. Ich habe jetzt meinen Rhythmus gefunden und das ist das Wichtigste. Ich baue sogar meinen Vorsprung auf Vettel noch aus. Und Hamilton gebe ich auch somit die Rückdeckung, dass er keinen weiteren Platz verliert. So, nach 11 Runden. Und ich weiß nicht, warum ich nochmal in die Boxgasse soll. Große Pfützen haben wir hier auch ein paar. Man sieht das hier so schön, die schwarzen Flecke. ...2011 war die KI sehr, sehr stark, vor allem im Mittelteil, aber 2012 habe ich das Gefühl, man hat sie abgeschwächt. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Okay, wir haben eine Gelbphase. Was mich am meisten stinken würde, wäre ein Safety Car. Die Gelbphase ist aufgehoben.
Moment melden die Wetterberichte eine Wetterbesserung. In etwa 15 Minuten wird leichter Regen erwartet. Wie viele Minuten? 15? Nicht verfügbar. Wir versuchen, das Problem nicht zu finden. Okay, wir brauchen noch ca. 18 Minuten für das Rennen. Wir sind bereit. Komm jetzt an die Box. Nein. Wieder darf ich eine Reihenkette Kerne überrunden. Im Fluss muss ich aufpassen, darf ich jetzt nicht so sehr auflaufen. Da hat mir ja komplett der Grip gefehlt. Wieder gelbe Phase in Sektor 1. Du baust deinen Vorsprung auf Vettel um eine halbe Sekunde pro Runde aus. Warum verdrücke ich mich eigentlich? Boxenstopp. Ja, machen wir den Boxenstopp jetzt. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob Hamilton reingefahren ist. Nee, ist nicht reingefahren. Weil wenn ich auf den warten muss, dann ist es für den Arsch. Ich hoffe nur, dass nachher der Autosave wunderbar funktioniert, sonst drehe ich am Rad. Ich komme nicht mal in die 20 Frames dran. 18 ist das höchste, was der momentan nur noch hergibt. Warum auch immer. Boxenstopp nicht. Nee, keine Panik.
sieht aus, als würde der Regen in den nächsten 5 Minuten etwas nachlassen. Trotzdem wechseln wir nochmal auf Regenreifen. Weil wir es uns erlauben können. Raus jetzt, raus! Da ist gut, das war jetzt ein Sicherheitsstopp bei Red Bull. Bei McLaren glaube ich auch. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Ja. Kovalainen war auf der 8, habe ich gerade gesehen. Ist noch kein Fahrer ausgeschieden. Okay, 1,17 habe ich jetzt noch. Und Vorsprung nach dem Boxenstopp. Regen verliert man ja nicht ganz so viel. Der Rosberg vor mir, nee, Rosberg ist auf 4. Gleich sind es noch 5 Runden. Und da soll der Regen schwächer werden. Da bin ich ja mal gespannt. Muss das Schumacher sein? Ja. Schumacher auf der 7. Der mich jetzt passieren lässt, okay. Oh, hier ist, glaube ich, nachgelassen mit dem Regen schon. Was mir gar nicht gefällt. Weil ein Herr Schumacher, der drückt es auch noch von hinten. Das ist, wenn man Lecks hat. Man hört gar nicht mal im Sound, ob die Reifen durchdrehen. Warum habe ich jetzt solche Probleme?
das Wetter scheint. Au! Schon mal hat sich gedreht! Wenn du willst, können wir es jetzt auf Intermediate riskieren. Oh ja, das ist Intermediate. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht umstellen. Du hast den obwohl doch. Sprint in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Intermediate beim nächsten Stop. Intermediate. Mein Teamkollege war das, okay. Es ist blöd! Na gut, ich kann warten. Aber auch nicht so lange. Du bekommst Intermediate. Hamilton fährt weiter, obwohl er sich gedreht hat. Ich riskiere es. Los, los geht's. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Ja, es ist Intermediates Wetter. In Sektor 2 ist jemand abgeflogen. Gelbe Flaggen in Sektor 2. Das war jetzt zum Beispiel gut. Da stand da Achtung, Unfall voraus. Und zwar relativ früh. Das heißt, ich konnte mich früh darauf einstellen, dass jemand vor mir irgendwo steht. Das fand ich jetzt zum Beispiel besser als Sektor in Kanada. Freigegeben. Rennbedingungen in Sektor 2. Ja, ich hab deutlich ja. Hamilton, geh auch an die Box. Das sind Intermediate-Bedingungen. Ich hätte sogar noch auf dich gewartet, ey. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Scheiß doch drauf. Du kannst wo draußen bleiben. Raikön jetzt Zweiter. Vettel wieder Zweiter. Oh mein, richtig Chaos hier. Und Lewis muss sich gegen Kovalainen jetzt auch noch wehren. Gehen wir mal alle in die Box. Die ja, eine Runde ist es spät. Aber wir haben noch viele Gelbphasen hier gehabt. Der Computer meldet eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und achte auf Trümmerteile auf der Strecke. Ich komme jetzt gleich in den besagten Sektor. Grüne Flagge. Keine Beeinträchtigung mehr in Sektor 2. Du kannst ist nicht das fahren. Die Spritmenge sieht gut aus. Du hast die Gemische perfekt eingesetzt. Nimm doch nicht mehr jeden Tastendruck vor mir an, oder was? Ich
Meine Güte, nochmals, ich habe zweimal nach oben gedrückt. Ich will den Kraftstoff ändern. Und nicht die Reifen. Okay, weiche Reifen beim nächsten Stop. Aber das sind noch klar Intermediates-Bedingungen. Da wird keiner mehr auf Trocken jetzt wechseln. Wenn alle mit Intermediates jetzt durchfahren, komme was da wolle. Aber die kloppen sich dann nochmal in Position 2. Das ist vermutlich unsere Endplatzierung am heutigen Tag. Geh keine Risiken mehr ein und fahr unfallfrei ins Ziel. Hab ich vor. Ja, mal quer mit durchfahren. So, vorletzte Runde, dann habe ich es bald geschafft, ey. Puh. Mit so einem Rennen habe ich ja gar nicht gerechnet. Für 2 Euro noch extra Sprit brauche ich auch nicht mehr. Kaputter Frontflügel habe ich mir bei Lewis da irgendwo nicht mehr so ganz auf die Strecke geguckt, sondern nur noch auf Lewis geachtet. Habe ich mir dann auch noch mal kurz die Wand touchiert. So, letzte Runde gleich. Jetzt fahren wir nur auf die nassen Stellen und dann passt das schon. Rosberg wird Vierter wohl. Sehr stark. So, letzte Runde. Bevor es dann nach Italien geht, wo unser Motor der Beste sein wird. Konzentrieren wir uns aber nochmal auf die letzten Kurven, bevor wir nach Italien gehen. Keine Gefahr von Vettel mehr hinten. Zumindest in dem Rennen nicht mehr. Lewis hat einen Platten und versucht jetzt die Box noch zu erreichen. What? Nee, oder? Nein, der hat wirklich einen Platten. Das gibt er doch nicht.
Damit gehen doch wichtige WM-Zähler flöten, ey. Nein, 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 nein. Aber ich gewinne erstmal das Rennen. Puh, endlich. 16. wird er gewertet. Oh, wer die erste erreicht. Teamkollege, der sich weiter Reifenplätze bekommt. Ah! Brillant, brillant. Du hast das Double. Pole Position und Rennsieg. Ich gewinne vor Kimi Räikkönen. Hat sich den zweiten Platz auch noch geholt. Vor uns Sebastian Vettel. Das ist das Podium. Starker Vierter Nico Rosberg. Damit müsste er jetzt in der Fahrerwertung 5, aber ich kann ihn als Rivalen wählen. Yeah! Kovalainen, Starker Kette auf der 5. Da hätte eigentlich Lewis Hamilton stehen sollen. Mark Webber auf der 6. Kamui Kobayashi wird 7. Daniel Ricciardo auf der 8. Pastor Maldonado noch 2 Punkte. Und den letzten Punkt holt der schwächere Mercedes-Mann Michael Schumacher. Tja, da ist da noch ein DNF ausgeschieden. Lewis Hamilton auf der 16. Romain Grosjean. Du bist nach wie vor Erster in der Fahrerwertung. Du leistest tolle Arbeit. Ich glaube, im nächsten Rennen könnte ich schon Weltmeister sein. Ja. Lewis Hamilton wird weiterhin durchgereicht auf die 10. Ja, und Nico Rosberg ist jetzt tatsächlich 5. geworden. In der Fahrerwertung. Konstrukteurswertung 98 Punkte vor Team Lotus. Es läuft. Na gut, das hat doch nur Kimi Räikkönen gepunktet. Und ich habe ja mehr Punkte geholt als er. So, er schreibt uns unser Siegauto aus. Yeah! Sieg! Nummer 10 müsste das jetzt sein. Habe ich ja 2 Rennen nicht gewonnen. Oder? Ja, ist der 12. Lauf. Welches Rennen habe ich denn nicht gewonnen? Ja, ein Autosave macht der Gott sei Dank. Nächster Sieg, nächster Rekord. Mit seinem 42. Formel 1 einen weiteren Meilenstein. Damit hat er den einmaligen Ayrton Senna in sich gelassen, der in 162 Rennen auf 41 Siege kam. Die nächste Hürde wäre Alan Prost mit 51 Siege. Okay. Jetzt habe ich ja 25 Frames. Komisch, oder? Sollte für den nächsten Rang locker reichen. Und nur im Rennen, komischerweise. Boah, dieses Gelege im Rennen, ey. Das fahre ich in diesem Leck. Boah, es geht gar nicht. Es war grenzwertig, war sehr grenzwertig. Auch zum Schuhschauen ist es sehr, sehr grenzwertig. Ja, Rang 41. Keine Vertragsangebote bekommen und ich könnte in Singapur. Könnte ich in Singapur. Okay, eine Runde in Singapur. Nein. Kann ich nicht. Italien ist als nächstes dran. Oh, stark bewölkt. Sonnig stark bewölkt. Hier mit dem Story führe ich weiter in Renndaten. 10. Sieg und der Reihenverschluss war gut. Rivalen wählen. Du hast Nico Rosberg als Rivalen gewählt. Haben wir das auch schon erledigt in diesem Part? Und ich sag dann einfach mal bis zum. Aber das Bild von dem sieht ja gut aus. Ist gelungen. Haben sie sich mal Mühe gegeben hier. Und ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2012. Dann im Heimatland von Ferrari.